Hallo zusammen, heute gibt es wieder mal ein Aufgebraucht-Video. Ich habe hier eine ganze Kiste und stelle euch die Sachen vor, die ich benutzt habe, aufgebraucht habe und gleichzeitig, ob das jetzt Tops waren oder Flops sind. Ich glaube, es sind mehr Tops. Ich glaube, ja, so viele Fehlkäufe, ich glaube gar keine. Schauen wir mal, ich weiß es nicht mehr, weil ich sammle schon über Wochen. Womit fange ich denn an? Ah ja, ich fange einfach mal querbeet, das ist alles Mögliche da drin. Wir haben hier einmal die norwegische Formel, dieses Deep Moisture, dieses Body Spray. Schnell aufgetragen, in Sekunden eingezogen, spendet 48 Stunden Feuchtigkeit. Meine Güte, die mit ihren 48 Stunden und 24 Stunden, also das muss über den Tag reichen, ne? Nächsten Tag wascht man uns ja wieder, ne? Das ist immer klasse, diese Versprechung. Also ein sehr angenehmer Duft, ist sehr ergiebig zum Sprühen. Man kann mit diesem Sprühkopf sehr schön hinten, also auch den Rücken erreichen oder auch jetzt so rum, den unteren Rücken. Man muss natürlich etwas vorsichtig sein, im Bad zu sprühen. Also wenn man sprüht, dass nichts auf die Fliesen kommt. Und es kommt natürlich was auf die Fliesen, weil das ist ja so ein feiner Nebel. Und dann ist es glatt. Also ihr habt dann erst einmal diese Flüssigkeit habt ihr auf dem Boden und es ist glatt, man kann ausrutschen. Also echt aufpassen. Aber es ist ein absolutes Top-Produkt. Das nächste Top-Produkt muss ich euch nicht weiter erklären. Mein Nivea Q10, straffend mit Vitamin C, eine Bodylotion, die ich schon seit Jahrzehnten benutze. Und ich von dem angenehmen Geruch, also überzeugt bin oder zufrieden bin, der gefällt mir sehr gut. Der ist nicht zu aufdringlich, weil Nivea kann auch manchmal ein bisschen sehr viel riechen. Also es riecht sehr angenehm. Also verspricht innerhalb von 10 Tagen straffe Haut. Ich weiß nicht, ich benutze sie seit Jahrzehnten und sie ist mein absolutes Highlight zur Körperpflege. Ich habe das jetzt mal so im Wechsel, diese beiden benutzt. Gerade jetzt nach dem Sonnenbad ist das auch sehr schön. Also die Q10. Weiterhin haben wir hier Beauty of Hawaii. Das war dieses Douglas Home Spa. Was war denn das nochmal? Das war hier energiespendendes Duschgel mit Frangipani, Blüte und Hibiskus. Ein tolles Produkt, kann ich gerne als Top durchgehen lassen. Empfehlenswert, ein angenehmer Duft. Es gibt einen schönen Energieschub. Ich würde dieses Duschgel jetzt nicht unbedingt abends benutzen. Morgens, ne? Energiespendendes Duschgel ist ja abends Blödsinn. Wir wollen ja nicht im Bett stehen oder Purzelbäume machen, wir wollen ja schlafen. So, dann haben wir hier mal eine Maske. Ich habe zwar meine Lieblingsmasken, diese Tuchmasken, diese Biozellulose oder diese Bubble Mask von Dalton, die ihr ja auch schon mehrfach vorgestellt bekommen habt. Aber ich benutze auch ab und zu zwischendurch mal eine Garnier, weil die anderen sind ja doch sehr teuer. Die Garnier, das war die Hydra Bomb Tuchmaske mit, was ist denn die? Ach ja, das ist die, wo man so einen richtig schönen Glow hat. Ja, 15 Minuten sollte man die drauf lassen. Also nicht länger drauf lassen, dann wird das Tuch zu trocken, dann habt ihr so eine komische Haut. Sie ist schön. Das ist so ein leicht anzuwenden, die blaue Gase nimmt er ab und dann gibt man das auf das gereinigte Gesicht. Also speziell gegen fahle Haut steht hier. Also wenn man zum Beispiel abends etwas vorhat oder nach einem langen Tag und vielleicht noch sich verabredet mit einer Freundin oder mit einem Freund oder mit einem Mann oder mit wem auch immer, so eine Maske mal aufzutragen zwischendurch ist schön für diesen Glow-Effekt. Dann habe ich hier diesen Pinselreiniger von Ebelin. Ihr wisst, dass ich meine Pinsel immer reinige. Also auswasche oder zumindest mit diesem Pinselreiniger. Man sprüht also diesen Pinselreiniger auf den Pinselkopf auf oder auf die Pinselhaare und dann geht man darüber mit einem Kleenex und wischt das im Prinzip aus. Es ist ein toller Pinselreiniger, sehr preiswert von Ebelin. So, okay. Dann haben wir hier die Pekannüsse, die habe ich also sehr viel im Gebrauch, weil ich mir mein Müsli mache, mein Granola. Das kann ich übrigens mal verlinken, mein Granola-Müsli. Mache ich mir eigentlich jede Woche Neues. Und da brauche ich immer Nüsse, die Pekannüsse. Die waren jetzt hier von, die habe ich bei Action gekauft, glaube ich, ne? Dann haben wir hier die Quinoa-Flocken von Alnatura. Die gibt es nicht überall zu kaufen, Quinoa-Flocken, weil ich keine Haferflocken nehmen möchte. Ich vertrage Hafer nicht so gut. Ich habe gemerkt, dass ich diese Milch nicht mehr vertrage, so Milchprodukte, deshalb laktosefrei.
Mit Hafer ist es ähnlich. Da habe ich auch das Gefühl, mein Bauch ist so aufgepumpt, als wenn einer mit einer Luftpumpe über den Bauch aufgepumpt hätte. Also deshalb Quinoa. Quinoa-Flocken. Fürs Müsli. Weiterhin ist alle gegangen. Alle gegangen ist der Akazienhonig und der Ahornsirup. Das sind so die Produkte, die ich unter anderem für dieses Granola-Müsli benutze. Da kommt dann noch Zimt mit dran und noch so ein paar andere Nüsschen. Ihr könnt ja gerne mal in das Granola-Müsli-Video hineinschauen. So, und dann kann man natürlich dieses Müsli, kann man ja, mit einem normalen Joghurt oder mit einem Mandeljoghurt, also ich benutze ganz gerne oder esse sehr gerne den von Alnatura, den Kokos Natur, der ist ohne Zuckerzusatz. Und dann mache ich mir dann immer noch so ein bisschen Ahornsirup mit dran und dann kommen die Flocken da rein, also dieses Granola und frisches Obst. Ist ein sehr leckeres, gehaltvolles, energiegebendes, tolles Frühstück. Da ich kaum Wurst esse, aber man muss ja irgendwas aufs Brot schmieren. Ihr seht schon, ich bin Alnatura-Fan, ich habe den hier um die Ecke, den Alnatura. Diese Streichcreme Gartenkräuter, also das ist eine ganz... Oh, die liebe ich mit einer frischen Brezel. Ich könnte jeden Tag Brezeln essen. Also ich bin totaler Brezel-Fan. Was ist denn da drin? Also mit Zucchini und Kräutern vegan. Und das Schöne ist, es ist kein Knoblauch drin. Weil in vielen Aufstrichen ist Knoblauch drin. Und das ist zwar okay, Knoblauch, aber man will ja nicht immer nach Knoblauch riechen, ne? Aus dem Mund. So, der Atem. Also sehr... toll, ist einfach lecker, dieser Brotaufstrich. Haben wir noch was Leckeres? Nee, nichts lecker. Dann haben wir hier die Zink-Immunkur. Mit Vitamin C für ein gesundes Immunsystem, Kupfer und Selen für den Zellschutz, Zink und Eisen für die Zellteilung, tatütata, Eisen für die Blutbildung, Chrom ist da drin für den Blutzuckerspiegel. Also, da waren drin... mit Depotwirkung. Das ist immer wichtig, wie viel Zink ist denn da eigentlich drin. Da waren immerhin 10 Milligramm drin. In manchen sind zum Beispiel nur 5 oder 7 Milligramm drin. Also 10 Milligramm Zink von Schebens gibt es in der Drogerie zu kaufen. Eine Tablette täglich. Die ist auch wieder leer, die Aloe Vera Cremeseife. Feuchtigkeitsspendend, dermatologisch getestet, Pflegeformel von Frosch. Die riecht sehr, sehr angenehm. Wenn ihr so einen schönen Seifenspender habt, könnt ihr das wunderbar nachfüllen. Genau, hier steht nämlich mit tensiven, nachwachsenden, pflanzlichen Ursprungs. Mit hoher, schneller, biologischer Abbaubarkeit. Mhm. Ausgezeichnet zwecks Hautfreundlichkeit und so weiter. Frei von Paraffinen und Parabenen. Toll, Aloe Vera. Von Frosch, flüssige Seife. Das ist jetzt nicht nur eine Handseife, das ist generell eine Cremeseife. Ihr könnt damit auch duschen. Ne? Das hat einen ganz, was riecht das nochmal, das hat einen mega tollen, es hat einen super tollen Duft und es ist sehr, sehr günstig. Das ist also absolut empfehlenswert. Ach, hier haben wir noch was. Hier haben wir noch was von Zenovis, das ist mein berühmter Schweizer Brühwürfel. Diese Brühwürfel gibt es immer so in so einem Viererpack zu kaufen. Im Reformhaus gibt es die. Für die moderne Küche rein pflanzlich, laktosefrei, da sind alle möglichen Kräuter drin, also eine klare Gemüsebrühe. Und diese Brühwürfel benutze ich eigentlich für alles. Soßen, Suppen, die kommen überall mit rein. Ne? Besonders wenn man jetzt kein frisches Suppengrün hat oder so. Die sind, also... Und es ist, dieser Brühwürfel ist seit, wartet mal, bestimmt, meine Schwiegermutter hat mir das damals empfohlen. Ich benutze ihn bestimmt in meiner Küche seit über 20 Jahren. Und das ist ein ganz spezieller Geschmack da drin, ja. Da drin. Also man bekommt mit diesen Brühwürfeln so einen ganz speziellen Geschmack in den Suppen und Soßen. Und meine Kinder sind ja dann ausgezogen, also die leben ja allein und kochen auch. Und die haben auch gesagt, Mensch, also ich sag mal, wo kriegt man denn diese Brühwürfel? Wir haben alle möglichen anderen Brühen schon ausprobiert, ob jetzt Bio oder aus dem Edeka oder Rewe, war alles nichts. Das ist was ganz Besonderes. Also probiert den mal aus. Und natürlich schmeckt die Brühe auch sehr gut so zum Trinken, ja. Also überall kommt der mit drin, der Würfel.
ich noch was zu essen? Nee, ich glaube jetzt nicht. Noch Fragen? Rosenwasser. Ihr wisst, ich habe einen hohen Verbrauch an Rosenwasser. Okay, die Ladies, die jetzt neu sind. Ich benutze Rosenwasser, um mir so schöne Augenpads zu machen. Also so, gerade morgens, ne, mache ich so zwei Augenpads, also zwei Pads tränke ich mit Rosenwasser, gebe mir das auf die Augen und ich wasche mein Gesicht nicht mehr mit Wasser, sondern mit Rosenwasser morgens. Weil Wasser ist kalkhaltig, da bleiben dann die Kalkrückstände zurück. Und so habe ich ein erfrischendes, tolles Gefühl, weil das ist, dieses Rosens-Rosenwasser, ich weiß, es ist teuer, aber es ist 100% natural. Ja? Und ihr könnt das für alles Mögliche benutzen. Ihr könnt es auch in die Haare sprühen, ihr könnt es über den Körper geben. Also Abschminken geht nicht besonders, es ist kein Abschminkprodukt, aber es ist, also das Rosenwasser ist für mich das absolute, ein absolutes Must-Have im Bad. Und das ist auch immer dabei, habe ich abgefüllt in so einem kleinen Flakon auch. Also, dann haben wir hier die Dunkelblond 37 von Polycolor, meine Ansatzfarbe. Alle 4 bis 6 Wochen ist sie dran, ist sie fällig. Jetzt habe ich hier, wartet mal, eine Dalton-Maske, die entschlackend, revitalisierend und verfeinert ist. Ich werde das Video dazu nochmal verlinken, da mache ich mich ja zum Affen mit der Schaummaske mit Detox-Wirkung, um eine porentiefe, reine, tolle Gesichtshaut zu haben, Poren verfeinert. Es ist, also wer jetzt nicht zur Kosmetikerin geht, ne, sich was Schönes gönnen möchte, der sollte mindestens einmal im Monat so eine Maske, es gibt wirklich nichts Vergleichbares auf dem Markt, gibt es nicht. Also ich habe selber als Kosmetikerin gearbeitet, hatte auch eine Praxis. Ich bin auch so, glaube ich, ziemlich gut bewandert jetzt auf dem Kosmetikmarkt, was da so los ist, gerade was Pflege betrifft. Und bei Dalton gibt es noch die Aktion, den ganzen August minus 20%, wenn ihr so ein Set kauft. Ne? Ich verlinke euch das gerne nochmal in der Infobox. Wer Interesse daran hat, musste mich jetzt gerade mal hier so ein bisschen trocken. Ich kriege hier einen Schweißausbruch nach dem anderen, weil ich sitze direkt vorm Fenster und die Sonne, die wandert jetzt hier rum und die ist gleich, scheint die mir mitten ins Gesicht. Ach, das ist schon, jetzt ist es nur so halb. Ne? Also wenn so leichte Lichtschwankungen sind, das ist die Sonne. Also diese Masken oder generell eine Reinigung der Haut ist besonders wichtig, um die Haut vorzubereiten, damit sie die nachfolgenden Pflegeprodukte sehr schön annehmen kann. Ja. Dann haben wir hier, das ist jetzt nicht alle, aber das ist auch ein Top-Produkt, das ist das Augenbrauen-Kit Hellbraun von Syos. Ganz toll für die Augenbrauen, also nur für die Augenbrauen, nicht für die Wimpern. Natürlicher Look, ganz einfache Anwendung, ist also absolut empfehlenswert. Das ist jetzt wie gesagt Hellbraun. Die Hulufresh Augentropfen benutze ich jeden Tag, also befeuchtende Augentropfen zur Linderung gereizter Augen durch Computerarbeit, durch Wind, durch Sonne. Ne, im Alter sind die Augen einfach gereizt und es ist ganz schön, denen einfach Feuchtigkeit zusätzlich zu geben. Weil ihr müsst euch vorstellen, die Augen trocknen eben aus, wenn sie sich weniger bewegen. Also wenn man vom Computer sitzt oder auf Fernsehen guckt, bewegt man die Augen nicht so viel. Dann hat man diesen starren Blick so ein bisschen und das trocknet eben das aus. Ne? Und deswegen kann man ja ein bisschen nachhelfen. Und das andere, das sind diese Augentropfen von Bepanthen. Also die kosten so um die 7 Euro und die um die 13, 14 Euro. Das ist also beruhigend und lindernd. Also ich habe letztens so ein Problem gehabt mit dem Anflug eines Gerstenkorns. Und da haben wir so leichte Entzündungen haben. Die sieht so aus, dieses Fläschchen. Und das kriegt man damit weg. Da muss man nämlich wieder so ein Antibiotikum sich... Also sobald ihr merkt, irgendwas ist am Auge, das ist gerötet oder so, nehmt diese Bepanthen. Das ist relativ neu und ist auch lange haltbar, glaube ich ein Jahr, selbst wenn es offen ist. Hat so ein ganz neues System, was man dann so rein und sich und dann drückt und kommt dann noch was raus. Und nee, kommt nichts mehr raus. Und dann habt ihr das Tröpfchen im Auge. Und das ist, da legt sich wie so ein ganz schützender Film um die Augen. Also ich weiß auch nicht, im Alter, was man alles Mögliche bekommt. Genau, nach Anbruch des Fläschchens bis zu 12 Monate könnt ihr das weiterhin verwenden. Dieses Nagelöl, das war das von Essence, Aprikosennagel, ist nicht schlecht. Aber ich habe nun das andere jetzt mir von Essie zusätzlich gekauft. Also, das heißt zusätzlich, doch ein bisschen ist hier noch drin. Also, das andere ist bedeutend besser. Also, das gibt mehr her.
zu mehr Pflege. Ne? Also es gibt mehr Pflege her. Ja, für Nagelhaut und Nägel ist in Ordnung. Also ist okay, fällt jetzt nicht durch, aber es ist jetzt nicht, dass ich jetzt schreie. Ja. Diese beiden Produkte von Dalton, einmal das Soul Illuminating Oil und diese Crememaske. Ein Produkt aus der Soul-Linie, leer, hat lange gehalten, dass man kann es als Nachtcreme oder auch als Maske benutzen, drauflassen. Ich würde dies nie abnehmen. Also dieses Produkt braucht ihr nicht abzunehmen. Das könnt ihr durchaus drauflassen und könnt das so einklopfen. Sehr schön für den. Also am Tag jetzt zu schwer als Maske und für die Nacht jetzt im Sommer. Oder eben auch im Winter könnt ihr das ja auch als Tagescreme benutzen. Und das gleicht eure Haut so aus. Das ist so, das ist eine Creme, die purer Luxus für eure Haut ist. Also eine harmonisierende Creme und Maske. Und dieses Öl dazu, das habt ihr ja schon fleißig nachbestellt. Das ist ja mein absoluter Renner, dieses Illuminating Oil. Das ist ein schwereloses Öl, nicht fettend, mit so einer Pipette hier. Das nimmt man so auf und dann, wartet mal, gibt, da ist noch ein bisschen was drin. Es ist nicht fettend, es hat einen ganz angenehmen, wunderbaren Duft, der so ein Seelenschmeicher. Und das könnt ihr, also wenn ihr jetzt das fühlen könntet, unter euer Make-up geben oder auch nur benutzen, also abends ist Quatsch, es ist ja ein Glow-Effekt, also das muss man jetzt nicht nachts aufgeben, das nimmt man am Tag. Und das könnt ihr auch bis unter die Augenpartie, also immer so einen halben Zentimeter oder einen Zentimeter drunter, nicht bis oben an den Rand gehen. Man kann es auch gerne zwischendurch benutzen, wenn ihr merkt, am Tag über das Make-up so leicht auftupfen. Das ist mit dieser Frangipani-Blüte, es ist sehr feuchtigkeitsspendend, ein luxuriöses, pflegendes Öl. Also es ist so eine Wasser in Öl, Wasser-in-Öl-Emulsion, ne? Genau. So, deswegen auch nicht fettend. Mein absolutes Top-Produkt und Favorit stelle ich immer wieder vor, rauf und runter, weil ich habe das kennengelernt letztes Jahr im November und ich habe mich total verliebt in dieses Produkt. Verliebt, ihr wisst, wie ich das meine, ne? Also, ich bin sehr, sehr schwer angetan und ich wechsle jetzt auch nicht hin und her. Ich benutze die Sachen einfach und sie sind zwar nicht so günstig, aber man hat echt was davon. Ihr schreibt mir das auch immer, mein Gott, lieber kaufe ich mir was Gutes als jeden Monat irgendwas und das fliegt dann weg und ich bin unzufrieden. Und ihr bekommt ja auch durch mich öfter so einen Rabattcode, das wird wahrscheinlich im Herbst jetzt wieder bald der Fall sein. Den, ja, genau, jetzt ist erstmal keiner. Ich bin letztens angeschrieben worden, hat so einen Code für uns, habe ich erstmal nicht. Bleiben wir nochmal bei Dalton, das war das Hyaluronic Urea Hydra Boost. Das ist aber auch schon leer, da kommt nichts mehr raus. Mit einem Pumpspender, 30 Milliliter. Das ist ein Feuchtigkeitsgel. Das reicht auch aus, wenn ihr jetzt eine Mischhaut habt, reicht das auch als Tagespflege aus jetzt im Sommer. Ansonsten gebt ihr das normal unter eine Tagespflege auf oder unter die Nachtpflege. Aber eigentlich nachts gebt lieber eine reichhaltige Creme auf und am Tage nach dem Tonisieren der Haut würde ich immer irgendwie entweder so ein pflegendes Öl, also jetzt nicht so ein, nicht jetzt ein fettendes Öl, weil das hier ist ja nicht fettend, ne? Nicht fettend. Es ist ja feuchtigkeitsspendend. Aber und das ist reine Feuchtigkeit hier, Hydra Boost Serum. Ich würde unter die Creme immer noch ab 50 plus oder von mir jetzt auch schon ab Mitte 40 so vorbeugend einfach so einen Feuchtigkeitsschub euch immer geben. Also da könnt ihr nichts falsch machen. So, dann habe ich hier noch, also das ist zum Beispiel ein Ding, was total durchfällt. Das ist von Alverde, eine Sonnenlippenpflege 20. Ich habe gedacht, mich knutschen Elch, als ich die aufgegeben habe. Die riecht merkwürdig und die ist, das sieht man jetzt gar nicht. Das ist so weiß auf den Lippen, als hätte ich Penatencreme drauf. Das ist total unangenehm auf den Lippen. Das Ding fliegt weg. Das würde ich jetzt nicht weiterempfehlen. Es gibt durchaus bessere. Das war gar nichts. Also da bin ich nicht glücklich mit gewesen. Ebenso, ich habe euch ja gesagt, dass ich immer diese Nasenduschen mache mit dem Emser Salz, was relativ teuer oder welches relativ teuer ist. Und dann habe ich ja dieses Produkt von Emsan, hört sich ähnlich an, ne? Das ist auch ein Namenklau.
ein Nasenspülsatz, habe das also benutzt. Das brachte rein gar nichts. Also es war befeuchtend, okay. Aber ich benutze sonst immer das andere, das Abschwellende. Gerade wenn so die Nasenschleimhäute so ein bisschen angeschwollen sind. Oder wenn man eben das Gefühl hat, oh, jetzt kriege ich eine Erkältung, jetzt ist irgendwas im Anmarsch. Da hilft mir das Nasenspülsalz sehr von Emser. Und okay, ich habe jetzt bei dem weniger ausgegeben, aber eigentlich, ich habe es aufgebraucht, diese Packung, aber ich kaufe es nicht wieder. Ich gehe wieder zum Original zurück. Das Original ist eindeutig, also das macht nichts, das ist nichts Schlimmes, das ist nicht falsch, aber die Wirkung ist nicht so gut wie das Original Emser Salz, ja? Nasenspülsalz. Dann haben wir das Ding, das kannst du auch in der Pfeife rauchen, Soforthilfe, das ist dieses Mosquito Free, also von DM, so ein Moskito-Ding, so ein Stift, der angeblich den Juckreiz von Moskitos lindern soll. Da habe ich auch irgendwie so einen Testbericht letztens gesehen. Die haben das auch gesagt, bringt gar nichts, dann macht lieber einfach ein Aloe-Gel drauf. Die Kamera ist gerade ausgegangen, einfach so, wahrscheinlich habe ich zu lange gequatscht. Also ich habe es nochmal neu gedrückt, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Dann haben wir noch was, ja genau, dann habe ich hier eine ganz tolle Handcreme mit Lavendel. Die ist, ja, keine Ahnung, eine französische Relaxing Lavendula Handcreme von... Von wem ist die denn? Kein Panier de Sang. Das hat mir meine Schwiegertochter geschenkt. Das waren so eine Metalldöschen. Da waren vier verschiedene Blumenrichtungen drin. Und das war die erste. Das war eine ganz tolle, reichhaltige, superschöne Handcreme. Und das ist übrigens sehr beruhigend, wenn man die sich im Bett aufgibt. Man muss den Duft natürlich mögen von Lavendel. Wer das nicht mag, wem es die Schuhe auszieht mit Lavendel, der soll es natürlich nicht machen. Aber es ist sehr beruhigend, weil man hat ja dann die Hände so, wenn man zum Beispiel noch ein Buch liest, ist es so beruhigend, dann strömt dieser Duft vom Lavant, der strömt dann so in die Nase, sehr schön. Und dann haben wir hier noch ein Produkt, das ist von Dr. Hauschka, diese Regeneration Augencreme. Wie viel Milliliter hat die? 15 ml ist wahnsinnig ergiebig, sehr ergiebig, ist eine schöne Regenerations-Augencreme. Die ist aber sehr teuer. Ehrlich gesagt würde ich dann die von Daton vorziehen. Die kostet auch über 40 Euro. Ja. Aber ich hatte die noch und ich schmeiße ja auch ungern Sachen weg. Ne? Also wenn sie nichts taugen, können sie auch weg. Ne? So, das war jetzt hier mein Aufgebraucht-Video. Jetzt packe ich die ganzen Kartons und die ganzen leeren Sachen in den gelben Sack. Und schmeiß es weg. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Tja, und denkt mal an die Masken. Also wer jetzt Interesse hat an den Masken den ganzen August über. Es ist kein Code, es ist generell die Aktion von Dalton -20% den ganzen August über. Ihr könnt euch ganz normal einloggen oder ich verlinke es auch gerne nochmal und ihr könnt auf den Link gehen und dann könnt ihr euch das gerne anschauen. So, meine Lieben, ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Seid besonders gut zu euch. Schön, dass ihr dabei wart. Ihr könnt gerne kostenlos meinen Kanal abonnieren, die Ladies, die neu hier sind. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer das Beste. Seid besonders gut zu euch und bis bald. Ciao.